Herzlich willkommen zu Let's Play Shadow Warrior. Hier, wir sind immer noch hier in der Helle. Und ja, was ist denn? Wo ist er denn? Wo ist denn hier der fliegende Teppich? Und wie ich hier reingekommen bin, wo ist er denn schon wieder hin? Ich habe ihn doch gerade erst gesehen. Ist das die Säule aus Ghostbusters? Okay, das kennt keiner, den Insider kennt keiner mehr. Ja. Ach, da ist er ja. Hallo, ich bin der fliegende Teppich. Ich ziehe so meine Runden und bin ganz schön hinten dran. Okay, schauen wir uns erstmal hier um, wo wir weiter müssen. Danger, danger. Chuyo, okay. Bonsai! Ein Raketenwerfer. Ich glaube, das ist ein dezenter Hinweis, was wir tun müssen. Aber wo habe ich denn jetzt am meisten Schüsse? Nee, setzen wir wieder auf die Uzis. Okay, eine jede Menge. Okay, können wir den... ein Gong? Ein Gong? Was hat der? Die Gong haben doch... Gong? Was ist eigentlich die Mehrzahl von Gong? Da sind doch meistens so Geheimgänge, wenn die gespawnen. Okay, ein Medikit, das wir nicht benutzen können. Obwohl... man konnte die man konnte doch die Gegenstände unten rechts im Menü doch durchzwitschen. Aber welche Taste war das? Mist, das habe ich mir nicht gemerkt. Tut mir leid. Aber erstmal gucken wir mal, ob diese offensichtlich nicht explosiven Fässer hinführen oder was sie bewirken. Oh, das war laut. Ah, okay, das war nur ein Dekofass. Diese Wand sieht verdächtig aus. Ob er jetzt damit man kann die geworfenen Schulkünstler nicht mal aufsammeln. Schade. She's ready to last doom. Oh, herzlich willkommen, Leute. Wir haben einen Gast. Lara Croft. Tomb Raider 1996. Könnte auch die Tomb Raider 2 sein. Ist das eine... Moment, war Tomb Raider... Tomb Raider, sie heißt nicht Tomb Raider. Lara Croft, war Lara Croft nicht auch bei Duke Nukem 3D zu sehen? Ich glaube schon, oder? Zumindest gab es schon ein berühmtes Bild von ihr mit ihm, wo er sie quasi gehalten hat. Okay, wo kommen wir jetzt weiter? Ach ja, apropos Duke Nukem und Weltballerei. Okay, Lava. Autsch, Lava tut weh. Wo Geballer und Duke Nukem und böse Spiele. Anscheinend ist es jetzt wohl gerade so ein Trend, zumindest wegen diesem Dying Light von den neuen Entwicklern, dieses neue Spiel, was eher irgendwie erinnert an irgendein Add-on für Dead Island, ist ja auch von denselben Entwicklern, fangen jetzt irgendwie an, zumindest die zwei Bekannten, die ich kenne, jetzt alles zu löschen wegen dieser Blitzindizierung, weil es nicht bei der USK vorgelegt wurde. Ich hoffe bloß, das ist jetzt nicht ein Trend. Nicht, dass jetzt plötzlich alle anfangen, jetzt ihre FSK 18 BPJM ungeprüften Spiele-LPs zu löschen. Aus Angst, dass jetzt der Verein da ankommt und sagt, böse Spiele, das ist indiziert, das dürfen sie nicht zeigen. Sie müssen, aber ab 18 schalten geht nicht, nein, da kann sich nicht jeder bei YouTube einmelden und sagen, er ist 18. Tja, wozu eine Funktion, wenn sie nicht funktioniert? Okay, das hat jetzt komisch ein Klatschgeräusch gemacht. Das ist wie bei diesen anderen Sendern auf, Channels heißt ja. Wir sind ja nicht im Fernsehen. Channels auf YouTube, die Filme hochladen. Wo es immer jahrelang hieß, ja, ach, FSK 16, FSK 18, scheißegal. Aber jetzt auf einmal heißt es, oh nein, die FSK hat uns einen bösen Brief geschrieben. Diese bedrehenden Grafiken sind ganz schön verwirrend. Wo es dann hieß, ja, Jugendschutz, wir müssen jetzt nur noch FSK 12, 6 bis 12 hochladen. Aber keine Songs. Keine Sorge. Feinde? Wo seid ihr? Unsichtbarer Gegner? Geist. Boing. Okay, der Schaden ist vertretbar. Ja, wo es jetzt einmal ist, ja, die FSK, die hat bei uns angeklingelt oder einen Brief, bösen Brief geschrieben und gesagt, Jugendschutz und so. Und deswegen machen wir nur noch FSK 6 bis 12 Filme. Aber ihr könnt auf unsere Internetseite gehen. Da gibt es zwar gar keinen Jugendschutz, da wird nicht mal gefragt, bist du 18? Ja, nein, vielleicht. Da kannst du einfach draufklicken. Das war jetzt der Teppich, der mich gehoben hat. Okay, er ist wohl anscheinend unser, Bams und Bams.
könnte ihn theoretisch auch mit einem Katana zerschnetzeln, aber ich glaube, das wäre mir. Obwohl, nee, machen wir es doch einfach. Aber vorher noch einen kleinen Pussy-Move und machen wir einfach. Okay, nee, das war jetzt keine Beleidigung gegen Frauen, aber. Und speichern wir doch einfach. So. Ja, wir sind erst bei 5 Minuten, das passt, das passt. Nicht load, save. So. Schreiben, yes. Gut, Game saved. Ich hätte natürlich auch Quick Save, Load, Save? Nein, Save-Taste nehmen können. Hm, naja. Gut, wo ist Katana? Ja. Ja, ich sag's euch. Ich sag's mit echten Namen. Netzwelt, ihr da draußen. Nee, nicht Netzwelt. Netzkino, ihr da. Ihr redet von irgendwas von FSK-Freigabe und so. Von wegen, oh, wir dürfen keine FSK 16-Filme und 18 bis 16-Filme mehr zeigen. Aber auf eurer Internetseite, wo man Sachen sich anschauen kann, einfach so ohne Frage, das ist erlaubt. Ja, klar. Naja, egal. Muss ich mal eh wieder. Na, wo bist du? Komm her! Yes! Aber ich bin fast tot. Scheiße. I love the Shuriken. Ja. Ob ich jetzt Hate bekomme von Netzkino? Nee, Quatsch. Die reagieren ja in ihren Kommentaren, beziehungsweise auf ihrer. Wie heißt das da? Gästebuch hieß früher. Ihr wisst, was ich meine, auf den Kanälen. Da reagieren die auch nicht drauf. Gut. Jetzt heißt es vorsichtig sein. Und ausschalten nach dem nächsten Medikit. Shuriken, Shuriken, Shuriken. Danke sehr. Einen Schalter. Shuriken, Shuriken. Shuriken! Okay, und klick. Ja. Was ist, sollen das Schalter darstellen oder? Ne, das sind irgendwie so kleine Schalter, ja, anscheinend. Ein kleines Säulenrätsel. Okay, worin sollen die ausgerichtet werden? Das ist die Frage. Aha, okay. Tja, das ist jetzt die Frage. Wo sollen jetzt die Pfeile hinzeigen? Gibt es irgendwie einen Hinweis? Bewirkt das irgendwas? Nein, die Lichter flackern trotzdem weiter. Aber zum Glück kann man sich relativ leicht bewegen. Es gibt leider auch keinen Hint. Tja, ach ja, ich habe in meinem Video mal gesagt, dass ich American Mickey's Alice Let's Playen würde. Mal was mit Anspruch sozusagen. Und literarischen Hintergrundwissen, wo man ein bisschen protzen kann, von wegen, oh, ich habe mal Lewis Carroll's Alice nachgeschlagen auf Wikipedia, ich weiß Bescheid. Geht leider nicht, weil, wie mal in Kleingedruckten drin steht, dieses Software-Spiel braucht einen EA-Account, beziehungsweise einen Origins-Account. Freischalt, die Gedöns. Und ich will kein Origins haben. Tja. Somit ist das Spiel leider gestorben, sozusagen. Ja, gut, man könnte natürlich jetzt auch Kids Account machen und sagen, ach, scheiß drauf, ist doch nur ein Spiel, aber nee, lieber nicht. Mag ich nicht. Kann man da überhaupt hinspringen? Nee, das ist zu weit weg. Okay, Rätsel, was willst du von mir? Wo sollen diese Säulen hinzeigen? Was soll das Symbol 1 sagen? Ist ja irgendwo ein Hinweis. Ein roter Himmel, der ein Stück aufhört? Ach man, diese Rätsel. Da gibt es doch bestimmt einen Begriff für, wenn man in Let's Plays an euch ein Rätsel hängen bleibt. Rätsel. Blockade? Nein. Rätsel. Ach, wie nennt man das, wenn in einer Serie oder in einem Film nichts passiert oder was hängen bleibt? Naja. Ach, es ist wirklich schade, dass ich mir Geese Alice nicht mal spielen könnte. Aber hey, ihr könnt es bei den anderen nachsehen. Die ist auch viel besser und auch gut geletsplayt haben. Meistens Let's Player, weil irgendwie Weibchen Let's Player haben viel einen besseren Draht zu solchen Story- oder Charakterspielen. Ist generell irgendwie so, dass die Weibchen Charaktere, das Weibchen Let's Player ist irgendwie besser bekommen mit Stories und Geschichten mit Story-Charakteren und story-basierten Spielen oder auch mehr so charakterbasiert. Weil sie die Spiele auch nicht nur wie wir Männer, sage ich jetzt mal so allgemein gesprochen, nicht nur als Spiel sehen, sondern halt auch als Geschichte oder auch auf die Charaktere achten. Und mal sagen, oh, schaut mal her.
ne? Nicht nur so durchlaufen. Wir Männer spielen leider die meisten Spiele, das sieht man leider auch bei den meisten Let's Playern, die Spiele immer so wie kann man sagen, wie so ein, ach, na, wie ein Contest halt. Oder wir rennen da einfach mal durch und achten eigentlich gar nicht mehr auf die Story oder auf irgendwie Charaktere oder Hintergründe. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Wir sehen das immer mehr so als Challenge. Das ist ja nicht mein Hinweis. Wo soll das hin ausgerichtet sein? Ist vielleicht so? Muss es vielleicht zum. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Scheiße. Das Rätsel erklärt sich leider auch gar nicht von selbst. Ich meine, jetzt nicht so, dass ich jetzt super komplizierte Rätsel jetzt nicht verstehen würde oder generell jetzt Rätsel faul bin oder so. Ich meine, Spiele wie zum Beispiel Baphomets Fluch 2, das habe ich auch recht schnell durchgespielt, weil, okay, das ist ja auch jetzt nicht. Ist jetzt auch kein Hardcore, super kompliziertes, Hirnschmalz zermalmendes, zerriebelndes Adventure, Point and Click, aber bis auf den Teil mit den Meta-Rätsel am Schluss, aber sonst. Aber wenn in diesem Fall ein Rätsel nichts gegeben wird, irgendwie vorgegeben wird oder irgendwie so ein kleiner Hinweis, dann. Tja, dann ist es leider ein bisschen doof. Kann man vielleicht. Oh, ich bin total verwirrt. Mist! Ah, ich sehe schon den einen roten Daumen, der kommen wird. Das wird immer nur genau ein Daumen sein. Oder ein grüner. Von Hunderten, nicht Hunderten, von 50 bis 100 Views. Ist immer merkwürdig, ne? Ich meine, von 50 oder 100 Leuten müsste man doch eigentlich annehmen, dass zumindest einer von den, das sind 1% bei YouTube angemeldet ist und einen Kommentar schreiben könnte oder sagen könnte, das finde ich scheiße oder da musst du hin. Das ist auch irgendwie merkwürdig. Diese Säulen, was soll denn das? Was soll das bedeuten? Müssen die Säulen vielleicht in irgendeine Richtung Müssen die vielleicht in irgendeiner bestimmten Richtung zeigen, damit das dann irgendwas bewirkt? Kann mich vielleicht mit der anderen Taste, vielleicht passiert da irgendwas? Nö. Ich kann es drehen und drehen und drehen. Und das Flackern ist irgendwie, ändert sich auch irgendwie nicht. Gut, können natürlich vielleicht auch an der Grafik, an der Technik liegen, dass es schneller flackert, als es sein soll, und dadurch sieht man den Unterschied nicht. Das wird auch nicht mehr. Man kann es bewegen. Oh! Moment. Man kann die Säule bewegen. Oh! Mit den Pfeiltasten. Ach, und das ist bewegt. Ah, das Pfeil zeigt, wo sie hinrollt. Also, okay. Okay, das hat jetzt gerade gewackelt. Ein Stück vor. Und jetzt drehen wir mal. War das jetzt Absicht, dass das wackelt, oder? Okay, ja, ich glaube. Ach ja, ich glaube, man muss es einfach nur so weit hinmachen, dass man rüberspringen kann. Okay. So. Und hier. So, dahin. Ich glaube, das müsste reichen. Okay. Ach ja, noch ein paar Sachen probieren. Und am Ende ist es dann wie so ein Beschleunigungsfeld bei Super Mario World. Springst du drauf und dann springt er nach vorn. Aber vorher speichern wir natürlich. So, safe. Safe. Okay, und. Hup. Okay, nein, es ist kein Beschleunigungsfeld. Okay. Ist das in der Mitte? Kann man ihn auch besteigen? Bespringen? Das klingt beides falsch. Ja, ist normal. Okay. Gut. Ist das nah dran? Ja, ich denke schon. Huh, gerade so. Game of Thrones. Ha, ha, ha. Hä?
Ja, mein Tipp bei Game of Thrones und bei TWD geht einfach davon aus, dass alle sterben könnten. Egal wer. Und die Bösen tun es am Ende ja sowieso. Ja, sollte wahrscheinlich in der letzten Folge, wo Beth stirbt, wahrscheinlich genauso sein. Die befreien sie dann, beziehungsweise versuchen, und die böse Gruppe wird im Hintergrund von den Zombies zerschnetzelt, wie in den letzten Folgen auch. So. Okay. Ist das ein Feind? Nein, es ist wieder ein Missile Launcher. Okay. Okay, Leute, also wir beenden mal diese Folge, weil wir sind schon wieder 15 Minuten Dreh. Passt, wie immer. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin DJ Talk, ihr wisst Bescheid. Und, ja. Ein, zwei Zeilen Kommentare wären noch mal nett. Ich meine, was ist daran so schlimm? Naja. Ciao.